In den letzten Jahren ist viel zu wenig erreicht worden. Im Jahr 2019 sind nur 900 Wohnungen netto neu zugebaut worden. Wir brauchen echt einen Neustart für bezahlbares Wohnen. Das heißt eine andere Grundstückspolitik, dass die Stadt keine Schlüsselflächen mehr verkauft, dass wir weniger Spekulation haben. Wir müssen aber auch mehr und mehr bezahlbar bauen und vor allen Dingen müssen wir auch schneller werden. Also mehr Tempo bei Baugenehmigungen und Bebauungsplänen. Ja, so ist es. Da müssen wir viel, viel mehr tun als in den letzten Jahren. Das ist die wichtigste Frage für diese Stadt, dass normale Leute sich hier noch eine Wohnung leisten können. Und da brauchen wir auch mehr bezahlbare Wohnungen. Ja, es wurde viel zu wenig erreicht und hier müssen wir wirklich den Daumen drauf machen. Wir müssen schauen, dass wir mehr bezahlbaren Wohnraum bekommen und dass wir ein soziales Wohnbaukonzept bekommen, das der Stadt gerecht wird. Ja, und sozialer Wohnungsbau gehört definitiv in die Hand der Kommunen und nicht in die private Wirtschaft. Ein klares Ja, es wurde zu wenig erreicht und ja, da muss dringend was passieren. Und das ist einer meiner zentralen Themen. Da habe ich auch konkrete Lösungen von schneller bauen, günstiger bauen und vor allem innovativer bauen. Es wurde im Prinzip gar nichts erreicht, aber man könnte das erreichen mit Mehrgenerationenobjekte, indem man Gewerbefläche über Nutzungsänderung zu Wohnfläche macht oder wenn man Menschen zusammenführt. Viele alte Menschen haben Häuser, wo sie einsam sind, wo junge Menschen das beleben könnten. Kinder und ältere Menschen müssen zusammengeführt werden. Also über die Folgen der Corona-Pandemie werden ja viele Gewerbeflächen frei. Diese kann man einfach zu Wohnraum umrüsten. Und ich bin auch ein großer Verfechter des Tiny House-Konzeptes, sodass günstiger Wohnraum schnell entsteht. Ja, man müsste noch viel mehr tun von der Stadt. Ich stelle mir auch vor, dass auf den frei werdenden US-Kasernen Wohnungsraum betrieben wird, gemischtes Wohnen, aber eben auch bezahlbares Wohnen. Das ist die Forderung von vielen Bürgern in Stuttgart. Also ganz klares Ja, es wurde zu wenig erreicht. Und wenn man sich manche Luftschlösser von Gegenkandidaten anguckt, wird da die nächste Zeit nicht viel erreicht. Für mich ist ganz klar, Wohnungsbau ist auf städtischen Grundstücken mit der SWSG, weil da hat man alles in der Hand. Ich denke, wir müssen weit mehr tun für bezahlbaren Wohnraum. Wir brauchen Wohnungen aller Art, gerade auch der bezahlbaren Art. Meine Meinung ist, unsere Zielmarke, unsere Orientierungsmarke muss sein, durchschnittlich pro Jahr zusätzlich 2000 Wohnungen. Nein, das stimmt nicht. Es wurde in den vergangenen Jahren Wohnungsbau betrieben, sehr intensiv. Es wurde auch innen verdichtet, statt außen verdichtet. Da sollten wir weitermachen in dieser Richtung. Der Gemeinderat hat einen Stufenplan verabschiedet mit 1800 Wohnungen im Jahr. Und es gibt am Ende des Tages dann 23.000 Wohnungen in der Stadt. Und ich glaube, das ist ein realistischer Plan, den sollen wir jetzt umsetzen. Und darüber hinaus wird sich sowieso vielleicht auch mit dem Abzug der Amerikaner oder aber auch Büroarbeitsplätzen, die in Homeoffice umgewandelt werden, auch weitere Potenziale ergeben. Ja, es wurde zu wenig erreicht. Eindeutig ja, wir haben viel zu wenig erreicht, sonst hätten wir diese Notlage hier in Stuttgart nicht. Wir brauchen mehr sozialer und vor allem bezahlbarer Wohnraum hier in Stuttgart. Und als OB möchte ich diesen Weg unterstützen und fördern. Absolut, das ist ein Desaster, die Wohnungsbaupolitik, die wir jetzt erlebt haben. Ich habe sie 8 Jahre unter CDU erlebt, jetzt 8 Jahre unter Kuhn. Es wird Zeit, dass endlich ein Planer an der Rathausspitze steht, der auch ein bisschen was von Wohnen, Bauen und Stadtplanung versteht.